Herzlich willkommen, Leute, zu einem kleinen Video zu Riders Republic. Eins hatten wir ja schon, das Gamescom-Turnier sozusagen. Jetzt gab es nochmal so ein kleines Pre-Release-Ubisoft-Event, wo 12 Streamer in 2 Sechsergruppen gegen Ubisoft angetreten sind, um Punkte zu sammeln. Und je mehr Punkte man sammelt, desto mehr Kopien für die einzelnen Communities der Streamer wurden oder werden dann zum Release vergeben. Das Ganze ist auf jeden Fall ziemlich nice gewesen, weil es sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Viel Neues seht ihr in der Version jetzt aber noch nicht. Das Spiel kommt aber dafür in 10 Tagen raus, glaube ich. Und ich bin sehr gespannt. Spaß hatten wir auf jeden Fall. Viele kleine Ausrutscher, also Rage-Momente waren aber auch mit dabei. Solltet ihr euch für Riders Republic interessieren, checkt gerne den Link im Stream unter der Videobeschreibung. Ich zeige euch jetzt einfach 1, 2 lustige Rennen und freue mich dann aber auf die finale Version, dass wir dann neue Massenstartrennen sehen. Wir spielen halt immer die Massenstart-Dinger, weil die ein ziemlich cooles Konzept haben. Es gibt natürlich noch sehr, sehr viel anderes zu sehen in dem Spiel, aber die Massenstart-Dinger sind schon ziemlich nice und die schauen wir uns heute nochmal an. Wenn es euch auf jeden Fall unterhalten hat oder unterhält, dann würde ich mich selber über Support freuen. Jetzt geht's erstmal los. Habt viel Spaß. Auf geht's. Ey, ihr sagt mir gar nicht Bescheid. Es passiert was. Geh los. Geh los. Übrigens, Fische, geht los. Jetzt mal bitte. Nee, aber die sieht anders. Also, das ist links, das direkt links abfahren gleich. Das ist die, wo man links fahren muss. Das ist die, wo man nicht springen darf an der Rampe. Ja, ja, genau. Nicht Drop springen und direkt links. Hier geht's links runter. Spam die echt alle L1 am Anfang? Freue mich gar nicht. Klar. Oh Gott. Ja, ich hatte einen Fullstop. Also das ist... Ich werde hier nur geschubst gerade. Ja, und ich habe den Kontrollpunkt verpasst. Alter Schwede. Eieieiei. Egal, komm, wir spielen heute, spielen wir alle zusammen. Naja. Wenn andere Leute dafür mehr Punkte holen. Alter. Ey, du wirst aber wirklich hart gerammt gerade. Ja, ja. Mit diesen Rothemden da überall. Das ist ein schickes Holzfäller. Die Holzfäller greifen mich an alle, ey. Wo sind denn die Tentakelrucksäcke? Ganz vorne. Oh nein. Ich erkenne euch gar nicht. Hier bin ich. Oh nein. Gerne hier, oder? Oh, Achtung, gefährliche Kurve. Yo, da liegen einige. Nee. Ja, oh nein. Du bist vorne, Angelo. Ja, bin ich. Wir brauchen komm, Juli, push. Hey, Juli, auf der Straße bleiben. Warum fahr ich? Gib kein Gas mehr, einfach alle, oder was? Alter, dieses Geschubste. Hab ich dich weggefahren? Ja, ich steh dich die ganze Zeit hier. Geboostete Schier. Nein, nicht L1 drücken, oh Mann. Da drehst du dich. Da wollt ihr am Rand entlang fahren, weil der Rand dich mehr pusht als... Na. Boah, ist das schlimm gewesen. Mein Gott, das ist voll der Insider-Tipp. Du hast recht. Was denn? Du willst am Rand entlang fahren, der ist schneller als die Kacke in der Mitte. In der Mitte ist so Schlons. Okay, okay. Hm. Nicht über die, nicht über die Rampen. Ich springe. Nicht über die kleinen Hügel. Und nicht überheblich werden, ich bin Platz 2. Abgehoben. Ja, ich bin leider durchgereicht worden. Oh, es macht schon wieder Spaß, aber die Geschwindigkeit ist halt so geil. Ja, 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 sehr schnell. Mega. Es ist mega. Das ist der letzte Switch, ne? Ab jetzt muss man wissen, wo die Booster sind. Das ist so ein Vorteil. Nein, das ist. Also hier profitieren wirklich Leute, wenn man weiß, wo die Speed-Dinger sind. Let's go, let's go, let's go, let's go. Hätte nicht springen dürfen. Komm. Ich hätte springen sollen. Ich hätte nicht springen dürfen. Und Dritter. Sehr gut. Ich bin Siebter. Nice, Angelo. In den 30ern. Danke. Aber welchen Platz? Gib mir welchen Platz? Ich gerne für dich. Oh, da, hallo? Du Sechster, auch ich mega geil. Oh, Sechster sogar. Gar nicht Siebter. Was bin ich? Komm schon. Und? Ich bin 30. Du bist 30. Ich bin 16. Nice. Nice. Ja, okay. 16 Gen 18. Ich hab immerhin von 60 nach 40 geschafft. Das ist doch auch gut. Ja. Nice. Fahren ja, sogar noch welche. Let's go. Moment, geht der eine, der macht doch AFK. Der macht doch Massenrennen und ist AFK. Der mit den 165 Sternen ist wieder Letzter. Der idelt doch, ja. Ja, der sammelt nur Sternchen. Für den einen Tag, damit er heute Abend den Screenshot posten kann.
Der Platz 6. Über mir ist Farbenfuchs. Angelo, komm da. Zweiter ist drin. Erster wird schwer, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Top 3 ist es hier. Das ist mit der Abkürzung. Das ist unser Standardrennen. Ne, das ist das erste Rennen. Am Ende Fahrrad mit Holzkurve. Das ist nicht die Abkürzung. Ja, mit der anderen mit der Holzabkürzung, ja. Mit den beiden Holzabkürzungen. Okay, aber die nehme ich nicht. Ja, das ist so. Ja, wenn du es schaffst, ist halt nice. Wenn du runterfällst, bist du weg. Ist mir viel. Nee. Aber ich bin jetzt auch so mittendrin, ich bin weit hinten, das wird jetzt hier. Ich bin letzter, also hinten rechts. Das wird was. Wieso dreht er denn komplett nach rechts weg? Hä? Du wurdest wahrscheinlich geschubst, oder? Ganz am Anfang ist mein Charakter einfach, hat sich nach rechts gedreht. Meiner auch. Wind. Wind, ne? Wind. Ich bin natürlich weggeblasen. Ja, das ist sehr krass hier oben auf der Piste. Ich freue mich halt später, wenn die Leute auch mal anders aussehen. Also wenn hier nicht Angriff der Klonkrieger ist. Generisch. Ja, und am Checkpoint vorbei. Und so. Oh nein. Oh, jetzt riech weg. Das war ein Riss gerade. Okay, ich habe alle Plätze verloren. Dalu, was machst du hier hinten? Ja, am Checkpoint vorbei. Zurücksetzen. Dalu, ein Stündchen. Ja, aber Julie, ja, siehst du mich überhaupt noch? Ich bin schon wieder weg. Oh, dir, Engel. Wieso macht der Tricks? Weil du den linken Stick in der Luft. Wenn du Gas gibst und den linken Stick machst, dann macht er Tricks. Du musst Gas in der Luft loslassen. Aber ich hab doch den anderen Modus. Ja, das ist. Nein! Ich bin wieder im Rennen. Oh nein, ich bin durchgebracht. Mann! Das ist so zum Kotzen. Anstrengen jetzt. Anstrengen? Nee, ich bin ganz hinten. Weil der macht Tricks! Das. Komm schon, push. Wer fährt denn hier falsch rum? Das ist illegal! Oh, und ich bin wieder raus. Das ist illegal. Er ist down den Boost, das wird auch so ein Problem. Komm, Top. Ja, scheiße, Top 10 wird ja, nichts. Top 60. Top 20 vielleicht? Warte, ich bin direkt neben dir. Ja, oh Gott, da müssen wir noch holen. Ja, leben. Oh. Machen wir da, du kommst, mach mal. Oh, scheiße. Wo ist hier der optimale Weg? Dass du, willst am Ende kommt noch mal relativ rechts, viel Dreck in der rechts. Mitte. Ja, gut, da bin ich wieder raus. Komm, Top 15. Hallo, ich sehe dich, komm schon. Ja, ein paar könnten. Also, da ist noch was zu holen. Ja, die sind vorne ganz, ganz viele ab einem Haufen. Das Problem ist, das Ende, da passiert. Also, der letzte Abschnitt passiert nicht mehr so viel, leider. Ja, das stimmt. Und da sagte eben noch, überholt mich einer, das ist ja wohl nicht. Ja, das passiert. Komm. Ja, Top 20 schon mal am Start. Ich sehe dich, Angelo. Ich bin hinter dir. Ich bin Sechster. Da sind schon welche im Ziel. Der Platz steht fest. Ja. Angelo, ich bin hinter dir. Kriegst du noch was? Pascal! Was? Wer ist Pascal? Ja, der ist mir da vor die Nüsse. Ich bin genau hinter dir, Angelo, fahr! Ja, Mann! Jawohl! Was ist denn los? Bin ich falsch, oder? Ja, sehr schön. Alter! Ja. So muss das sein, sehr schön. Über Bram und Dennis. Wo bist du, Fischi? Welcher Platz? Oh, das war aber, guck mal, Suki 10. Bram 11. Danson 12. Fischi 6. Sechs! Nice! Ich hab verkackt. Monopoly für alle, Chat! Monopoly für alle! 47. Ja, das hat aber gekostet, leider. Sollte. Ja, das hat echt gekostet. Ah, schön. Ich muss mich einfach in jedem Massenrennen um ein paar Punkte gesamt steigern. Das ist das Ziel. Top 10 insgesamt. Paul, ja. Was? Kippi? Kippi, wo warst du? Kippi ist eins. Weiß ich nicht. Muss ich runterscrollen oder was? Ja, ich bin 32 da gewesen. Aber ich wurde auch wieder mal. Also, ich wurde so oft am Ziel vorbeigeschoben, an den Checkpoint. Welches ist das? Nein, fliegen. Nee, das ist das, was man. Das ist die beste Strecke eigentlich.
Ja. In dem ganzen. Eigentlich? Ja, die habe ich letztes Mal halt verkackt. Ja, guck mal, da ist schon einer in Ungeburts unterwegs. Aber das ist die beste. Ungeburts? Ram ist echt gut. Also er fährt konstant. Ram ist echt gut, ne? Fuck, da war letztes Mal echt gut. Yes. Was war das denn für ein Hängen? Was war das? Ich hoffe, ihr seid nicht in der Erde gefahren. Ich lerne es aber auch nie mit dem blöden Stein. Oh, Scheiße. Ja, den Stein hätten wir stellen. So, jetzt hoffen, dass der Jetpack-Bug nicht mehr existiert. Welcher Bug? Dass du einfach stehen bleibst an der Plattform, ja. Weil du geblockt wirst von dem davor, geht auch. Passiert auch manchmal einfach, wenn der du den Schwung irgendwie nicht mitnimmst. Angelo? Ja. Platz? 3. Nice. Alter. Jen ist auch in den Top 10 gerade, sehe ich. Gippy in den Top 10. 16. Hier ist der Sprung. Brahman in den Top 10. Top 30. Jetzt der Sprung, ne? Ja, die Sprungabkürzung, okay. Nach dem Sprung, nach dem Checkpoint. Also der Checkpoint nach dem Sprung. Ja. Jetzt hier nach links drüber. Dass ich ja auch die anderen nicht gesehen habe, dass die da lang sind, das verstehe ich gar nicht. Oh, hier sind zu viele vorne. Das könnten. Es könnte sein, dass man irgendwie frech geschubst wird, gleich aus Versehen. Wo seid ihr? Top 10 sind viele von uns. Also sehr, sehr viele von uns sind in den Top 10. Nein! Oh! GB, sehr schön. Weiter so, weiter so. Oh, ich war auf der 8. Hab dich gesehen. Also bist du erster? Nein, nein, nein. Ich bin hinter euch direkt. Das ist die Passage, die mich gerade schon gekostet hat. Quanta Costa. Oh. Weiter, 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 weiter. Ich bin, weiter, ich bin gut hinter euch. Hallo. Süß, süß, süß. Oh. Da vorne sind viele Plätze, Plätze knapp. Also ein Fehler könnte da ein bisschen was ausmachen. Wer ist 1, 2, 3? Seid ihr das? Ich bin 4. Mann. Nein! Oh. Oh. Ich bin 4. Vierter oder 5. Ich bin 6. Oh, ich hab musste. Ich hab die 8. Nice. Ich musste recall. Nein! Nein! Aber ich glaube, ich bin 10 oder so, glaube ich. Ach, damn it. Das drückt in meine Hose, ne? Okay, das war immerhin clean. Ich bin nur einmal kurz vor. Das waren noch gute Points. Das müsste. Nach dem ersten Rang kam doch Profi, oder nicht? Veteran, glaube ich. Irgendwie sowas war das. Okay. Veteran, ja, glaub. Nee. Dann, also, es kam Anfänger. Und dann kamen zwei Ränge. Einer davon war Veteran. Dann kam, glaube ich, Ultra. Und dann kam Master. Okay. Nächster Versuch. Es geht los. Let's go, let's go. Okay, let's go. Super Hyper an Veteranen. Okay. Let's go. Hoffentlich macht sich unser neues Bike direkt bemerkbar. Ich werde einfach nur zur Seite geschoben. Jojo. Das ist vorne. Ich werde komplett gegen den Zaun gedrückt. Bei mir ist an der Rampe, bin ich tot. Also das ist hier echt wieder... Du kannst flawless fahren, wie du willst, aber du wirst einfach gegen den Baum gedrückt. Ich finde es trotzdem faszinierend, dass manche Leute bei dem Skirennen immer am Anfang trotzdem schneller fahren. Ja, ja, ja. Du hast ja, keinen Boost. Ja. Also entweder sind es halt doch andere Skier, die du noch frei. Vielleicht springen sie los. Vielleicht springen sie ein bisschen. Ich bin mir da nicht so sicher, um ehrlich zu sein. Das kann ja wohl nicht angehen. Also wir haben auf jeden Fall unser Fahrrad. So, also du, es kann... Ich würde einen Fullstop durchrammen. Geil. Wieso? Wieder ein Fullstop durch Ramp. Ich auch. Also. Die Leute fahren aber auch manchmal hier von rechts nach links. Wie viele Promille haben die hier? Ordentlich, sag ich dir, ordentlich. Bist du noch vorne, Angelo? Ja. Wie weit vorne? 4. Alter. Also das Schwerste. Das Schwerste ist hier wirklich, das auszugleichen, was die anderen aus einem machen hier. Es ist halt wirklich so, wenn du vorne einmal bist, dann geht's easy. Dann machst du eigentlich kaum Fehler. Ja, voll
ging's hart. Ja, du musst aus der Masse raus. Aber es ist ein bisschen wie bei Mario Kart. Da willst du auch nicht. Ja, das stimmt, das stimmt. Da wird nur auf sich geschossen. Ich fahre diesmal mal links, weil ich das wissen will, ob es hier besser ist. Dann mache ich das jetzt auch. Einfach nur mal gucken, weil rechts komme ich immer zu viel auf Stein. Links ist eine Rampe. Shit. Okay, hier war erster Teil links sehr angenehm und danach Arsch. Und gemault. Wenn man dann nach rechts, ja? Ja, noch bin ich Vierter, aber einer ist knapp an meinem Arsch. Gerade so die 19 gehalten jetzt hier. Na, Top 10 ist drin, aber wieder nur Top 10. Das ist nicht geil. Hey, ich bin gegen einen Typen gestolpert. Was ist das? Oh nein. Oh, das hat mich komplett rausgerissen jetzt. Nein. Na klar. Ich bin raus. Mann, ich war in den Top 20 wieder und dann passiert Blödsinn und dann bin ich wieder. Oh, yes. Weiß ich yes. Da. Boah, Top 10 wird es noch gewesen sein, aber mehr und nicht. Ah, 17. Jawohl. Ja, Top 10. Ja, Top 10 ist drin. Top 10 ist drin. Bram ist mein Ziel. Bram ist mein Ziel. Let's go. Nee, aber, oh, da sind aber auch diesmal drei hohe über Bram. Ich hab mir. Oh, ich bin 30. 430. 430. Hallo? Hallo? Wie, wir waren nicht in einer Lobby. Ich bin da ein bisschen fishy. Nee, ich bin. Ja, doch, ich sehe dich doch. Ja, ich hab mich doch gewundert, weil du so spät gesagt hast, Top 10. Aber du bist ja vor mir rein. Yes! Das war wieder schön, Team. Gut. War doch schon mal ein guter Start. Ich bin Sati Impasta. Jeder Punkt zählt, Suki. Wir 15 Punkte. Ja, da muss am Ende nur auf 70 kommen. Aber genau, bedenke, es gibt nur drei Rennen. Du schaffst das. Okay, wenn ihr an mich glaubt, dann schaffe ich das. Wir glauben sehr. Wir glauben. Wir sind sehr glaubend. Wir sind Glauber. Nein, Fliegen. Gott sei Dank wieder Fliegen. Das ist gut. Mega gut. Also das müsste man können. Yosemite, Schlagabtausch. Also Fliegen ist wichtig. Ja. Wo starte ich denn? Suki startet erste Reihe. Was ist das? Ich bin auch... Du bist auch ganz vorne. Ich bin ganz vorne. Wo muss ich hin? Geradeaus. Geradeaus. Nee, da ist sowas. Du musst weiter nach links halt, aber du bist... Das Schnee ist es. Nee, da ist da ich bin hinter dir, Julie. Okay. Links, ja. Ah! Ja. Sehr schneller als ich. Warum? Ja, warum sind die Leute ja, alle schneller? Alle starten einfach nur schneller. Because they can. Komm, regenerier doch HP, bitte. Ich werde so gesperrt oder wenn man geradeaus. Nee, eben nicht. Du wirst anteil schneller, wenn du Leute rammst. Aber links, rechts ist doch so der Schief-Move. Ja, aber. Nee, aber nur zum Bremsen, glaube ich. Beim Ski gibt es auch gesagt, nicht per Taste Gas. Du willst auch hier, glaube ich, so viel Bodenkontakt wie möglich haben. Ja, du bist am schnellsten auf jeden Fall. Ja. Und du willst eigentlich wenig die Strecke. Los, Fische! Jetzt nur halten, oh Gott. Komm, das ist eine leichte. Verbessern, ne? Ja, eigentlich. Ja, eben. Da sind doch vier Leute vor dir. Nutzen zum Verbessern. Ich sag sogar ich. Ja, okay, ich bin noch ernster, okay? Sehr gut. Sehr gut. Einer von uns muss heute mal ein Rennen gewinnen. Ich glaube, keiner von. Also nicht von, auch von den anderen nicht. Ich glaube, es hat noch keiner ein Rennen gewonnen heute. Also nicht mal den Gesamtsieg, sondern Teilsieg auch nicht. Ja, weil die Leute einfach recht. Profis geworden sind. Ja, aber ein Rennen wird doch einer von uns 12 gewinnen. Das ich war doch vorhin erster einmal. Erster? Echt? Ja. Bin ich mir nicht sicher, aber wenn, nein. Der aber Gesamtsieg hat noch keiner. Ich jetzt nicht. Nein, aber dann muss das ja das erste Rennen gewesen sein, weil daran kann ich mich nicht erinnern. Nein. Da war ich Dritter oder so der Gesamtwert. Nein, ich meine Angelo. Och nein. Du hast aber doch kein Gesamt gewonnen. Nein, oder? Es geht um ein Einzelrennen. Nein, ein Einzelsieg. Och, come on. Hast du geschafft? Ich bin mir auch nicht sicher. Aber wenn. Nein. Ich guck nachher nach. Oh mein Gott. Komm. Ich einer guten Runde immer Fischi, bist du noch Erster? Los, Fischi! Alter, der Erste ist ja ewig weit weg. Der Erste ist ja einfach raus.
Also. Warum? Ja, der ist super weit weg. Der erste. Den sehe ich nicht mal. Ich bin da. Stimmt, der ist super weit weg. Ich bin direkt hinter Fischi, aber den ersten, der ist im Ziel. Wow. Oh Gott. Fischi! Nein! Jeder Meter zählt! Nein! Oh Gott! Hab ich dich eben auf der Ziellinie überholt, Fischi? Ah, oh, das kann nicht sein. Nein! Du hast mich noch! Guck mal, beide sind alle mein Bester. 100. Ja, das wäre noch viel mehr drin gewesen. Ich habe jetzt noch nicht verkackt. Der New Hunter Reno, 10 Sekunden. Wer hat der das gemacht? Ja, das wird Equipment sein. Ich glaube schon, dass Gier eine Rolle spielt. Ja, er hat 430 Sterne. Ja. Also irgendwas wird er da Bonus haben. Also er wird natürlich auch sehr gut gefahren sein, ja. Seine Rakete hat 411. Oh, so geht das hinter mir. Ja. Ist doch gut gewesen. Ich mach oh, die Gesamtwertung, guck mal. Ja. Die 70 hast du schon geschafft. Fischi Top 10, ja, nice. Halten jetzt, ja. Knapp hinter Bram. Ich trau mich wieder mehr mit dem Boost, merk ich. Einfach drücken den Boost. Sehr gut. Ja. Jetzt noch so ja, wie bei, jetzt noch wie damals bei Road Rash, so mit Baseballschlägern oder Ketten, dass man die Leute neben sich hauen kann. Das hier ist Fahrrad, glaube ich, am Ende. Das ist das Boostfahrrad. Oh nein. Raketenfahrrad. Oh. Nee, das sind die Steine, das ist, oder? Ich glaube, das ist hier Engpass. Sicher? Das sieht doch wie Engpass aus. Das sind die Steindinger. Ja, also er fährt hier einfach an mir vorbei. Alle, ja, also zwei Stück düsen da einfach weg. Stück. Das sind ein, ich habe nicht gemacht, ich bin einfach nur gerade ausgefahren. Die haben ja, guck mal, alle die hier an Klamotten anhaben, fahren weg. Ja, also, das spielt eine Rolle. Die Klamotten sind sein. Nein, das ist nur der. Nicht das Raketenfahrrad. Das ist nur der Indikator dafür, dass du wahrscheinlich auch Skier bekommst, die besser sind. Ja, genau. Aber 10 Sekunden ist halt schon hart. Ja, aber auf ein langes Rennen und wenn du alle drei Teile besser hast, Fahrrad, Skier und so weiter, dann macht sich das halt bemerkbar, ne? Ja, aber im Endeffekt ist es ja auch gar nicht so wichtig zu gewinnen. Du kriegst ja egal wie Punkte. Also es lohnt sich ja trotzdem einfach das Teilnehmen, weißt du? Ja, genau. Und du wirst ja, und das, was die halt haben, das schaltest du ja relativ schnell frei. 430 Sterne kriegst du schon, wenn du ein, zwei Tage ein bisschen daddelst. Also, ja, die musst du doch heute gemacht haben, oder? Ja. Also deswegen, das ist schon möglich. Aber wir werden halt deswegen haben wir so Probleme gerade mitzuhalten. Wobei es geht eigentlich einigermaßen, oder? Ja, aber einigermaßen, wenn wir Vierter werden, sieht natürlich gut aus, aber es wird, glaube ich, nicht so einfach, die zu kriegen. Ja. Wie viel da seid ihr gerade? 6. Wie biegt ihr um die Kurve ab, wenn ihr Boostern habt? Boost nicht anmachen in der Kurve. Boah, das war knapp und schlecht. Du bist genau hinter mir, Angelo, oder? Ja. Mann! Oh. Mega verkalkuliert beim Fliegen gerade. Der erste aber auch. Der erste war super weit weg und ist auf einmal wieder bei uns. Der muss. Da unten fährt noch einer Ski. Du fliegst immer den rüber. Suki, bist du schon beim Sp- Suki, fährst du da unten Ski? Frag einfach mich! Der war's wirklich Suki. Ja, auf den Schienen ziehen die mich ab. Die drei. Ja, der eine hat absolute Turbo-Skier. Der erste. Der ist auf einmal wieder weg. Tschüss. Ach man, weil mich einer gedüngt hat, dann bin ich raus. Ja, ich hab's gesehen. Ach. Wie traurig, Mann. Also davor war ich gut und er hat jetzt auch nichts mit meinem Crash zu tun gehabt, aber davor hat er mich rausgebracht aus meinem Flow. Der erste, was ist los bei dir? Ja, also der erste hat OP-Skier. Warum sind denn hier so viele Bäume? Was ist das denn? Oh, aber das Ende hier ist, das ist das schwere Ende. Ich trau mich, ich habe wieder Angst unter der Brücke lang zu fliegen, weil ich den normalen Weg nicht mehr kenne. Ich bin jetzt dreimal unter der Brücke lang geflogen am Ende. Da hast du aber sehr wenig Platz. Ja, sehr, sehr wenig. Und ich weiß nicht, wo man sonst lang fliegt. Oben drüber kannst du Gas wegnehmen und oben drüber.
Ich wollte was? Wieder und nein. Wie sitze ich denn zurück mit dich? Ich sterbe automatisch immer. Oh, ich war Dritter und wenn du zurück bist, stirbst du die ganze Zeit. Oh mein Gott. Yes. Ja. Ich bin hinter dir, das Vogel. Mann, ich finde das Zurücksetzen so kacke leider. Mann. Ich bin, wenn du. Mega geil. Ich bin mit dem Raketending in so ein gelbes Ding reingeflogen. Und jedes Mal, wenn du dich mit B zurückgesetzt hast, bist du instant wieder gestorben. Was willst du also tun? Du musst zurückspulen. Ja, ja, da musst du zurückspulen. So, das ist. Warum setzt sich das Spiel nicht automatisch x Sekunden zurück? Also, das Zurückspulen gar nicht existieren. Und zurücksetzen ist immer letzter Checkpoint. Mhm. Oder nein, letzter Checkpoint ist zu krass, aber. Also die Strecke schaffe ich nie ins Ziel. Oh, ich war Dritter oder Vierter vorm Ziel. Oh je, Mine. Das verstehe ich nicht. Das komme ich nie ins Ziel. Oh je, Mine, ich habe keine 70 Punkte. Oh nein. Das ist über 100? Top 10. Let's go. Aber wieder verbessert und nicht zu hoch. Ja, 4 Punkte mehr. Da muss ja noch Luft nach oben sein. Top 10.